So, hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt haben wir unsere Identität, die wir stehlen wollen, von dem Mr. Pang. Oder Pang. Nein, Quatsch, das war ja der Asiate, der nicht in Frage kam. Wir müssen jetzt den anderen Typen da, der irgendwie angeblich ekelhaft und pervers oder wie auch immer wäre, müssen wir uns jetzt krallen. Und das werden wir nun tun, nicht? Ja, lauf! Na gut, zuerst müssen wir noch aus dem Yachthafen zwar entkommen. Aber das wird, denke ich, ein kleines Problem sein, da alle tot sind. So. Autsch. So. Jawohl. Bleibt locker, Jungs. Ouch. Oh, das muss. Wow, das war Schädelbasisbruch. Ja, nicht massarisch weit. Das ist cool. Mad Mike. Mad Meyer. Ist in Mad Meyer. Gibt's eine Handbremse? Alter, Motorrad-Junkie. Alter! Vor allem schön gekonnt das zwischendurch, immer. Oh mein Gott. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Canny ist ein Held. Kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernimmt Kontrolle. Das klang jetzt irgendwie nicht so positiv. Ich glaube, vom Namen her haben wir, glaube ich, unseren zweiten Hacker, der noch existiert hat. Und das war vielleicht sogar dieser zweite Hacker. Natürlich habe ich einen Führerschein. Kannst du nicht auf dem Motorrad sitzen. So. Hey, ach du Scheiße. Was hat der denn? Da muss ich rein. Der Typ kann Verstärkung holen, das ist natürlich gar nicht so cool. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Einfach frontal drauf. Das ist schon krass, oder? Mein Gott. Du haust jetzt hier ab oder du bist tot. Denkst du, so. Aus dem Weg. Zack. Das sollte sich nicht bewegen, oder? Da drüben. Auf einmal geht's ab, ne, Jungs. Wo muss ich überhaupt hin? Irgendwo ganz komisch. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier überhaupt gerade hin muss. Keine Spione mehr, keine Lügen mehr. Leute, oh Mann. Hat gar keine Ahnung. Stopp den Überwachungsstaat! Stopp den Überwachungsstaat! Unsere Macht liegt in unserer Anzahl. Darum beobachten Sie uns. Weil irgendwie sehe ich hier aber auch kein Ziel, ne? Keine Zielmarkierung. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Ah! Manchmal soll man vielleicht auch einfach oben lesen. Das ist schon ein Vorteil, ne? Warum hat keiner von euch einen Zugangscode? Was ist denn hier los, verdammt? Keiner von euch, oder wie? Ich kann mir vorstellen, dass einer von den kleinen No-Names hier was hat. Ich bräuchte mal eine größere Kamerareichweite hier. Alter, das ist ja richtig.
Ja, komm, geh rein. Ist ja richtig traurig, so. Laden Sie den Zugangscode herunter. Ah! Hacken Sie den CTOS-Server. Da hinten. Ja. Geil. Dreh dich mal um, Digga. Ah, nein. Es läuft auch noch weiter. Das ist blöd. So, wie... Oh mein Gott, die Türklingel. So. Oh, 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 so. Wer war das? Was soll das hier? Das ist ja richtig... Ich glaube, der könnte auch mal... Den wir brauchen. Das hat aber auch keine... Hier eine Kamera, der da reingehen will. Na komm, mach doch! Das schmeckt mir nicht. Durchsuch das Gebiet. Das ist mir egal, ob dir das schmeckt. Das muss nicht schmecken. Warum gibt's hier drin keine Kamera? Verdammt. Hier ist alles sauber. Ich suche woanders. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich will da hinten rein. Aber von hier kommt man nicht da hinten rein. Du läufst nicht da. Nichts zu sehen, ich gehe weiter. Weil ich würde gerne einfach so das Ganze erledigen, ohne. Hier ist nichts. Auf, Leute, ist weg. Bleib wachsam. Ja. Ja. Komm. So. Ja, komm, komm, komm. Oh Mann, ist das ein geiles Spiel. Das muss man einfach mal sagen. So. Oh mein Gott. So, wie kriege ich das da hinten noch hin? So. Krass. So, jetzt alles mal durchhacken hier. Ja, Video beenden. Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Zack. Juhu. Echt cool. Gott, geht mir das so gut ab. Okay, das war's. So. Jetzt zu Nicholas Crispin. Nicholas Crispin. Du bist mein Mann. So. Gut, nein, das hört sich irgendwie pervers an. Ich mein Mann. Hi, hier ist Aiden. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, Torwart ist schon klasse. Dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Au. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. Bremsen, bremsen, bremsen. Ja, und yay. So. Da muss ich rein. Über Gang verstecken. So, die wollte ich alle gar später mal machen. So. Lass mich rein.
in den Abgrund starren. Das hört sich natürlich total geil an. Ja, total. So, legen wir mal los. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Mhm. Er muss verschwinden. Ja. Hacken Sie den CTOS-Kasten, um Crispin zu finden. Mal wieder das Smartphone raus. Alten ist doch dies. So, den muss ich hacken. Oh mein Gott. Es wird ja immer strammer hier. So. Oh, der ist aber. Ja, holla. Die sind immer flott unterwegs. Uiuiui. So. Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkwürdiger wird, Sir. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Okay. Das für zwei Hoden. Der ist es. Okay. Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Das ist so ein Z-Type, glaube ich, ist das. Zumindest bei GTA 5. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich hab Sachen über den gehört. Ja, wo ist er? Quinn braucht doch das Geld. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Ja, wie soll ich den eliminieren am besten? Kann ich so eliminieren, weil reingehen will ich jetzt nicht. Ich will einfach so aus dem Hinterhalt. Zack! Ich glaube, ich kann ihn echt nicht großartig eliminieren. Das sind halt alles Wachen. Vor allem kann fast jeder Verstärkung rufen. Was ist denn los? Bewegt er sich noch oder muss ich da jetzt wirklich rein? Doch der Rische. Ja, schreis doch noch der lauter. Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Ja. Aber vorher würde ich sagen, hier ein bisschen Geld ab. Hm? So, was holen wir denn ab hier? Hintereingang? Ne, nur so ein Seiteneingang hier. Hm. Ja, dann geh sie mal wegbringen. Ach. Ja, ohne Witz, wie soll ich denn hier leise reingehen? Egal wie ich es mache, es kommt eh zum Feuergefecht. Vor allem, warum haben die bitte alle gar AKs im Autohaus?
Klasse. Jetzt ohne Witze. Das ist einfach nur witzlos. Ist das so? Komm, gehen wir da oben in die Kamera rein. Ja, kannst aber hier echt, auch echt nichts machen, ne? Es bleibt mir nichts anderes übrig, wie reinzugehen, da die Folge schon wieder von der Zeit her so weit fortgeschritten ist, muss ich eigentlich theoretisch einfach rein und... Aber das ist ja, auch das ist aber nicht schön, sowas. Oh Mann. Dann geh ich auch da hinten von der Seite rein, da hab ich mehr Deckung. Ja, das ist... ja. Oder kann ich da irgendwas Besonderes anstellen? Nö, ne? Nö. Ja, dann... Ich weiß nicht, ob das Glas hier kugelsicher ist. Ich meine, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Okay. Na dann, lasst uns starten. Okay. Ja, die Frage ist, was ich jetzt... Ah. Let's go, sag ich nur. Weh, dem, die fahren jetzt los. Oh mein Gott. Das sehe ich genauso. Steck die Waffe weg. Ach, was zum Teufel? Raus! Weg gehabt? Hier ist nichts. Scheiße, ich sehe ihn nicht. Hier! So, jetzt war weg. Wir kommen rüber! Ja, das war jetzt halt. Doch ein bisschen anders der abgelaufen wie geplant, ne? Verflucht, er ist weg! Ja. Wir verschwinden hier nur unserer Zeit, Leute! Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Okay. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Antwort. Das ist cool. Alles klar, doch das tun wir erst in der nächsten Folge. Und das war's jetzt. Ich sag einfach nur, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.